Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um Unternehmertum und um genau zu sein, um die Frage, wie macht man das eigentlich, sich vor eine Kamera zu stellen und einfach so Dinge zu erzählen? Stellen sich also so Fragen wie, macht man das einfach so spontan oder bereitet man sich da richtig gut vor und liegt das einem oder ist das eher eine Überwindung? Die Fragen stellen sich ja und die werden auch mir gestellt und ich möchte mal versuchen, einen kleinen Überblick darüber zu geben, wie ich das mache und wie ich damit ja auch mein Content Marketing erfolgreich aufbaue. Aktuell habe ich auf YouTube zwar nur so knapp 50 Abonnenten, aber im B2B-Sektor ist das erstmal gar nicht schlecht. Und tatsächlich ist das Ganze ja auch Marketing. Die Videos, die ich veröffentliche, sind für mich eine Plattform, über die ich meine eigentlichen Produkte, nämlich Seminare, Unternehmensberatung, E-Books und Online-Kurse, ja schlussendlich publik machen kann, über die ich mich selbst bewerben kann und über die diese Produkte sich dann wiederum fast von alleine verkaufen. Also stellt sich erstmal die Frage, wie einfach fällt es mir persönlich, jetzt vor einer Kamera zu stellen und Dinge zu erzählen. Wer mich kennt, weiß, ich bin ein nicht unbedingt extrovertierter Typ. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der krasse Unterhalter, der immer im Mittelpunkt stehen muss. Ich bin jemand, der es durchaus gerne auch mal hat, im Mittelpunkt zu stehen. Ich bin auch schlussendlich vielleicht ein bisschen Narzisst, aber ich bin ein eigentlich ziemlich introvertierter Typ. Ich bin gerne für mich. Aber ich habe irgendwann mal angefangen, gerade jetzt auch beruflich, Dinge zu erklären. Ich habe also einfach mich genauer informiert, ich habe recherchiert und konnte dann Fragen, die sich in der Sachbearbeitung, in der Energiewirtschaft gestellt haben, die konnte ich dann einfach beantworten. Die konnte ich für mich beantworten, die konnte ich aber auch meinen Kollegen beantworten, wenn sie diese gestellt haben oder wenn ich sie einfach mal spontan selbst erzählt habe. Und daraus hat sich halt ergeben, dass ich so eine gewisse Praxis hatte, ja, Dinge rüberzubringen und vielleicht so ein bisschen locker auch zu erklären und die krassen regulatorischen Vorgaben der Energiewirtschaft, die halt wirklich sehr trocken und sehr rechtlich sind, ja, eben anschaulich rüberzubringen. Mein Ansatz ist halt schlussendlich, die Dinge so zu erzählen, wie ich sie abends an der Hotelbar jemanden locker rüberbringen wollen würde. Und das ist eben auch der ganze Sinn dieser Videos. Ja, und schlussendlich war es halt die Praxis, dass ich das halt immer öfter gemacht habe und öfter gemacht habe, auch wenn mir das nicht unbedingt so krass liegt, halt ständig zu reden. Und da habe ich das halt einfach dann trotzdem getan, weil das natürlich für mich auch beruflich wirklich interessant war. Und dann kam es fast von alleine, das ist so über die Jahre hinweg, dass ich halt dann eher in die Unternehmensberatung, eher ins Training gegangen bin, weil ich die Dinge ja sowieso gut tun konnte. Also gut die Dinge zusammenfassen konnte und erklären konnte, auch einem Kunden gegenüber. Und schlussendlich ist es halt die Praxis gewesen, jetzt auch vor meinetwegen 10, 12 Mitarbeitern zu stehen und denen halt 2 Tage lang zu erzählen in dem Seminar, wie die Welt funktioniert. Ja, das Ganze ist auch einfach vor einer Kamera zu tun. Das ist also eine reine Praxisfrage. Und wenn ihr euch die Frage stellt, ja, wie kommt ihr jetzt dorthin, sowas zu tun? Fangt halt einfach mal an, im Zweifel euch selbst mit dem Handy zu filmen und mal irgendwas zu erklären, indem ihr euch richtig gut auskennt. Na, fasst das einfach mal zusammen, erzählt ein bisschen was darüber, macht mal eine lockere Anekdote daraus und dann könnt ihr das ja auch ganz einfach nur für euch behalten. Ihr müsst es ja nicht veröffentlichen. Aber ihr könnt euch halt anschauen, ja, wie wirkt das so und wie kommt das an? Vielleicht auch noch mit einem guten Freund mal besprechen und dann macht das halt immer wieder und wieder und wieder und übt einfach mal vor einer Kamera zu stehen und Dinge zu reden. Dann ist das irgendwann relativ locker. Die ersten Videos, die ich gemacht habe, waren kein Vergleich zu der, ja, lockeren Atmosphäre, die ich auch jetzt gerade hier machen kann. Und wenn ihr euch mal versprecht oder wenn ihr mal irgendwie das Ganze nicht so rüberkommt, wie ihr wolltet, ja, dann schneidet halt. Meine Güte, YouTube ist das beste Beispiel dafür. Die richtig großen YouTuber, die schneiden doch ständig. Jump Cuts sind kein Problem. Und das ist auch in diesem B2B-Sektor, wenn ich das ja praktisch auch Dinge für Unternehmen und Unternehmer und Angestellte und Führungskräfte und Fachkräfte erkläre, ist kein Problem, wenn ich das auf einer lockeren YouTube-Ebene mache mit vielen Schnitten. Und dann ist das eben auch gar kein Dilemma. Wie ihr gerade merkt, ich komme ein bisschen ins Straucheln, ich schneide diesmal nicht, aber im Regelfall würde ich jetzt einfach einen Cut machen, nochmal neu ansetzen, das Ganze, was ich erzählen wollte, nochmal besser erzählen und dann nachher einfach alles schön zusammenschneiden. Apropos Schneiden, dafür nutze ich relativ professionelle Software. Ich habe ein Abo bei Adobe, das heißt die gesamte Creative Cloud habe ich mir halt geholt. Da ist auch Photoshop dabei und zum Beispiel Illustrator, das heißt ich kann auch alle Grafiken und so selbst machen. Und ich nutze eben auch Premiere, um meine Videos zu schneiden. Und das macht es halt einem relativ einfach, dort auch schnell mal solche Schnipsel ordentlich zusammenzuführen. Zurück zum Sprechen vor der Kamera. Wie ist das mit der Vorbereitung? Mache ich mir ein Skript oder versuche ich das relativ spontan alles zu erzählen? Ich mache mir manchmal so grobe
Notizen, das heißt so Stichpunkte, Buzzwords in der in etwa geplanten Reihenfolge, aber den Rest erzähle ich aus meinem Gedächtnis. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr sowas vor einer Kamera macht, weil ihr könnt ja nicht ablesen. Sonst schaut ihr die ganze Zeit auf das Papier und nicht mehr in die Kamera. Und das ist nicht unbedingt richtig, richtig gut. Das heißt, deswegen mache ich auch natürlich immer diese Cuts, weil ich gucke zwischendurch mal auf das Papier und schaue, was sind die nächsten Begriffe, wie bilde ich daraus jetzt den nächsten sinnvollen Satz. Aber ich mache das eben nicht dauerhaft, ich lese hier nicht einfach vor. Bei dem Podcast, bei dem Audio-Podcast, wo ich ja selbst auch nur erkläre, also kein Interview mache, geht das vielleicht noch. Da kann man auch mal ablesen, so halbwegs ablesen. Aber ich empfehle grundsätzlich immer, diese Ideen von Content-Marketing zu Themen zu machen, bei denen man sich richtig, richtig gut auskennt. Und wenn ich mich mit etwas richtig gut auskenne, brauche ich keine Rede vorbereiten, dann kann ich das weitestgehend auch spontan ausformulieren. Ich muss halt schauen, dass ich mir nicht selbst diesen Druck mache, dann eben nicht mehr voranzukommen, sondern mir halt zu sagen, ich nehme es ja gerade eh nur für mich auf, ist ja jetzt egal, wenn ich es 10-mal aufzeichne. Wenn ich mich verspreche, einfach nochmal neu machen, kein Problem. Bei einer Rede, die man vor Menschen hält, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Klar, dann kommt man in so eine gewisse Drucksituation. Aber auch da muss man sich sagen, mein Güte, ich kenne mich mit dem aus, was ich hier gerade erzähle. Das wird schon richtig gut laufen. Ich habe in meiner Vergangenheit auch schon vor vierstelligem Publikum Reden gehalten und hat gut funktioniert. Und die waren auch spontan. Auch da habe ich mir nur Buzzwords, Stichpunkte nacheinander aufgeschrieben und die dann einfach zusammengefügt in meinem Kopf. Spontan. Und das ist eben etwas, das ist auch eine Sache von Übung. Kennt euch mit den Themen richtig gut aus, mit denen ihr an die Öffentlichkeit gehen wollt, und dann wird das schon kein großes Problem sein. Am Anfang könnt ihr sowieso erstmal schauen, die Dinge ein bisschen mehr für euch zu machen und daraus dann etwas zu entwickeln, auch so euer Auftreten zu entwickeln, wie ihr es dann auch zum Beispiel Kunden gegenüber oder einfach der Öffentlichkeit gegenüber präsentieren wollt. Einfach loslegen ist das Mantra und ist das Wichtige, wenn es darum geht, Content-Marketing hier anzusetzen, sich auf YouTube zu veröffentlichen und so weiter. Einfach anfangen, einfach machen und dann wird es schon. Also zusammengefasst, mir fällt es nicht unbedingt leicht, einfach spontan vor der Kamera zu sprechen. Gleichzeitig, ich bereite mich nicht maximal vor, ich kenne mich mit den Themen super aus und führe mich praktisch nur entlang so einer ganz groben Struktur durch den Inhalt der Videos, die ich hier präsentiere. Das Ganze wird dann locker geschnitten und hochgeladen auf YouTube und schon habe ich meine Vehikel für das Content Marketing. Das heißt, darüber bewerbe ich die Produkte, die ich eigentlich verkaufe. Abonniert diesen Kanal, liked das Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.